Hallo zusammen, salve a tutti. In diesem kleinen Clip geht es um ein Mini-Update im Gold. Wir haben Mittwochmorgen 9.04 Uhr. Ich mache es also während des Tages. Und das Gold handelt im Moment bei 1978,19. War schon über der 2000. Vor euch liegt der Wochenchart. Da fallen mir so ein paar Sachen auf. Ich nenne das ganze Ding hier mal Krone und das sind die Zacken. 1, 2, 3. Und der höchste Kurs bisher war bei 2071 und jetzt in der vorletzten Bewegung, wie gesagt zur Wochenchart, waren wir bei 2058. Und jetzt gehe ich mal näher ran. Hier wird es hoch bei 2010 ungefähr, kann es sein? Nee, das war noch ein bisschen tiefer. 2000, naja, sagen wir mal 2010, völlig wurscht. Diese Bewegung hat durchaus den Charakter, eine weitere Zacke hinzuzufügen. Wir haben also hier ein ganz klares Triple Top. Was mir jetzt nicht gefällt, ist hier unten auf Wochensicht der Oszillator. Ist nicht nur überkauft, sondern neigt ganz leicht sein Haupt. Ist noch kein Verkaufssignal. Wir sind noch bestätigt, okay, im MACD. Das ist in Ordnung. Aber irgendwie tut er sich hier ziemlich schwer an der 2000, meine ich festzustellen. Wir hatten ja neulich diese Bewegung, wir sehen es gleich auf dem Chart, im Tageschart nochmal, hier bis zur 200-Wochen-Linie. Und also wirklich fast punktgenau draufgelaufen, gilt jetzt als Unterstützung. Jetzt gehe ich mal mit euch in den Tageschart rein, denn der ist auch jetzt nicht so prickelnd. Das ist also eine Kerze, ein Tag. Fangen wir mal an mit den gleitenden Durchschnitten. Dass die 20-Tage-Linie, die 200er schneidet nach oben, nehme ich zur Kenntnis, hat für mich allerdings keine besondere Bedeutung, da hätte ich hier auch schon wieder Schwierigkeiten gehabt. Die spielen ganz gerne mal miteinander. Was mir auffällt ist, das Band ist ja heftig aufgegangen, nach unten und nach oben, aufgrund dieser Bewegung hier. Und hier, ziemlich genau am Top, also am nächsten Tag die Kurse dann negativ waren, hat das untere Band gedreht, das der Bewegung aufwärts entgegengesetzte Band. Das heißt für mich, dass wir rein von den Bändern her das Signal haben, dass wir entweder seitwärts gehen werden, ich mache es mir ein bisschen rüber, entweder seitwärts oder korrektiv. Ich vermute, korrektiv bis runter zur 200-Tage-Linie nochmal. Die 20-Tage-Linie wird ein bisschen steigen. Korrektiv, weil wir haben über das Tages-MACD eine deutliche Abschwächung, zumindest über die moderne Sichtweise, noch nicht über die traditionelle. Und wir haben ein Verkaufssignal über die Stochastik. Also ich glaube nicht, dass in dieser Bewegung das Gold hier irgendwo dran oder drüber geht. Das sehe ich jetzt mal nicht. Das muss erstmal ein bisschen pausieren von den fast 200 Punkten hier. Ich habe euch auch Scheine mitgebracht. Einmal von der Citi, einmal von Goldman Sachs. Es ist so, ich selbst werde die nicht handeln. Wenn mir was passiert ist, dass ich hier den Wert nicht richtig gesehen habe, und das war so, ja, aber mit dieser Bewegung habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, wenn wir diesen ganzen Punkt hier mal weglassen, diese Zone hier, dass wir weiter hochgehen. Aber ich habe das nicht gesehen, da wurde ich auch rausgeschüttelt, hatte ich gesagt, dass das runtergeht. Und wenn das passiert, halte ich mich meistens mal so 4-6 Wochen raus aus dem Wert und lasse den sich erstmal finden. Und mich auch. Weil damit habe ich jetzt momentan wirklich nicht so ein, ja, im Moment habe ich kein Vertrauen in meine Analyse zum Gold, sodass ich die handeln muss. Ich sehe es ganz gut, aber ich möchte es nicht handeln. Sagen wir es mal so. Der Call ist ein 1850er, der hat im Moment einen Hebel von 16. Den gucke ich mir dann an, wenn wir hier um die 200-Tage-Linie herum sind. Dann schaue ich mir den an. Jetzt im Moment nicht. Nicht mit diesem seitwärts leicht korrektiven Signal, Verkaufssignal. Kann ich nicht machen. Das ist die KJ0LY3. Da habe ich aber auch einen Put. Und zwar bei der Basis 2117. Da sind wir hier oben, da sind wir hinter dem All-Time-High von 2070. Der liegt mir näher, im Moment hat er einen Hebel von 14, der liegt mir näher, also vom Gefühl her, den zu kaufen, aber wie gesagt, ich halte mich da jetzt erstmal raus. Ich will euch den nur nennen, weil vielleicht hat der eine oder andere direkt im View zu sagen, ja, nee, Schläger hat recht, wir gehen wenigstens auf die 200-Tage-Linie. Ich muss davon ausgehen, dass wir vor diesem Hintergrund dieser Bewegung hier im Zuzug mit den ganzen Signalen, die ich hier habe und die tendenziell eher negativ sind, dass wir nochmal die 200-Tage-Linie sehen. Das ist im Moment, wäre das jetzt nicht mein favorisierter Long. Und in diesem Sinne, alles Gute, happy trading, fette Beute, bye bye.